Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jo, in der letzten Folge haben wir ja, wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt, die Crafting-CPU hergestellt. Das ist aber nur der Anfang der ganzen Autocraft-Geschichte, weil wir brauchen rein theoretisch, oder nicht rein theoretisch, wir brauchen auf jeden Fall noch einen, Molekular-Assembler. Molekula mit O. Eieieiei, da habe ich aber wieder einen rausgehauen jetzt hier. Also, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Der ist nämlich dafür da, für die ganzen Sachen, die gecraftet werden. Also nicht die Sachen, die produziert werden, sondern Sachen, die gecraftet werden. Zum Beispiel ist das Ding ja gecraftet. Und ich brauche dafür dieses nette Teil, wo dann von allen Seiten auch wiederum ME-Interfaces drankommen. Das könnt ihr euch ja dran erinnern, ME-Interface-Teile sind die ich hier vorne auch an die Maschinen dran geknallt habe, wo ich dann die ganzen Rezepte reintun kann. Das heißt, wir knallen die ganze Maschine voll mit diesen ME-Interfaces, bis auf natürlich eins. Da kommt nämlich dann ein ME-Import, was, glaube ich, dran. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, will natürlich auch nichts Falsches erzählen. Da müsste ich mich dann nochmal kurz informieren, beziehungsweise das nochmal kurz testen. Auf jeden Fall kann man dann hier 2, 4, 6, 8, 9 Rezepte pro Interface reinhauen und ja, das geht nur um die Craft-Rezepte. Also dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine 64K Festplatte haben, los, craft die mir. Klick drauf und dann macht ihr die 1K-Schritte durch, die 4K-Schritte, die 16K-Schritte bis hin zur 16K-Festplatte, macht ihr alles von alleine und das ist mega nice. Wir wollen mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir werden als erstes heute nochmal eine 64K-Festplatte craften. Ich bin nach der Aufnahme, gestern bin ich online geblieben und habe quasi die Query weiter abbauen lassen. Aber ihr habt ja gestern auch in der Aufnahme gesehen, dass ich mich in der Nähe der Query überhaupt nicht aufhalten kann. Sobald der Tesserakt steht, stürzt sofort das Spiel ab. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß nicht, was mit diesem Tesserakt falsch gelaufen ist in der Produktion. Ich habe keine Ahnung. Aber habt ihr gestern gesehen, es ist zweimal passiert. Beim letzten Mal, wo es passiert ist, habe ich mich noch schnell verabschiedet. Da waren die letzten paar Sekunden leider schwarzes Bild. Dafür möchte ich mich natürlich nochmal entschuldigen. Aber, ist blöd gelaufen, aber ihr seht jetzt, was ich, womit ich da im Moment zu kämpfen habe und ich einfach nicht weiß, woran es liegt. So, okay, gut, auf jeden Fall hat die Query noch schön Quarz abgebaut. Das ist eigentlich so das Haupte, was ich sagen wollte. Die hat wieder ordentlich Quarz gefunden. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Wir müssen ja wieder 27 Stück davon hier herstellen. Ich denke aber mal, dass es reicht. Ja, reicht perfekt. Jetzt können wir das wieder nicht da rein... Doch, es hat geklappt, wir konnten das doch reinlegen. Weil ihr seht ja, es wird hart Zeit, dass wir eine neue Festplatte bekommen, weil es ständig ja dazu führt, dass wir hier keine Sachen mehr reinlegen können. Zack. Ja, perfekt, weil ich muss ja jetzt einfach nur noch klicken, weil es geht hier alles rein. Zack, 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 zack. 3 Stück. Perfekt, zack. Zack, zack, zack. So, 64K Festplatte, zack. Booyah-Chaka, da ist das gute Stück. Das werden wir jetzt sofort hier einlegen und werden uns freuen darüber, dass wir endlich unser Inventar leer machen können. Wir tun die ganzen Fassaden-Dinger auch hier rein. MB-Smart-Cable, das kann da rein, das kann da rein. Der Rest bleibt erstmal noch im Inventar. Ich trage immer noch die Energiequelle mit mir rum, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich die platzieren soll. Ich könnte sie rein theoretisch einfach hier unten... Stellen sie einfach mal dahin. Keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt oder ob das überhaupt was nützt. So, wir gucken jetzt gerade mal hier. Ihr seht direkt, 6 von 63 Typen sind schon auf der Festplatte gelagert. Da ist schon, irgendwas ist schon reingegangen. Wow, Zombies. Ah, es wird dunkel draußen. Okay, cool. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann würde ich sagen, wir gucken gerade mal, dass wir den, Molekular-Assembler craften. Assembler. Da ist das gute Stück. Gucken wir mal, ob wir dafür alles haben. Nö, haben wir natürlich nicht. Dann craften wir uns erstmal noch davon was. Ja, immer die guten Sachen werden rausgesucht von der Maschine automatisch, ne? Ich verstehe nicht, warum. Assembler. Molekular Assembler. Und es fehlt der Crafting Table. Das ist ein Sack. Alter, ich will einfach einen ganz normalen Crafting Table. Gut. Los, brauchen Wood. Wood. Oh, komm, 3 Stück, 4 Stück mal machen. Assembler.
Nochmal von vorne, Assembler. So, zack, zack. So, das Ding ist fertig. Jetzt brauchen wir ME Interface. Noch ME Interface. Und ich hätte, glaube ich, mehr von diesen. Ja. Genau das. Wir machen uns gerade mal noch ein paar davon. Und schon wieder holt er das gute Zeug raus. Meine Güte, das ist echt richtig ätzend, dass er immer die guten Sachen nimmt. Okay, jetzt sind nur noch die Dinger ausgegangen uns. Oh. Interface. Interface. Uns ging gerade noch so ein bisschen die Zombies auf den Sack. Was fehlt? Achso, es fehlen komplett. Aber wir machen jetzt einfach hier. Ey, Kollege, mach mal 20 Stück. Alles klar, mach ich. Bus. Ihr seht mich hier oben. Zack, zack, zack. Und Craft, Craft. 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 Achso. Nee, doch, hier sind die. Nee, sind hier schon die Beschleunigungskarten drin? Ja, sind hier schon drin. Achso. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier hinten in dem Raussaugeteil keine Beschleunigungskarten reingelegt haben. Und der braucht halt einfach nur lange für die da rauszusaugen. Das war jetzt der einzigste Grund, warum das jetzt so lange gedauert hat. Logic. Oh, wir haben sogar noch jede Menge von denen. Machen wir mal 10 Stück davon. Und jetzt nochmal Interface, weil es so viel Spaß macht, tippt mir noch 35 mal Interface ein. Und jetzt nimmt ihr nämlich auch wieder die falschen. Aber natürlich. Quarz. Ist uns aber egal. So, 6 Stück. So, jetzt nochmal. Interface. Zack, zack. Ne, nochmal so, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen mal 5 Stück erst, weil ich mir nämlich nicht genau sicher bin, wie viele wir ungefähr brauchen. So, jetzt werden wir quasi in den Keller gehen und werden mal schauen, was Sache ist. Im Keller angekommen müssen wir jetzt natürlich nur noch wissen, wo wir das ganze Ding platzieren werden. Weil das natürlich auch ein bisschen mehr Platz beansprucht. Lasst mich kurz überlegen. So, Material haben wir ja erstmal alles, oder? Wir brauchen noch auf jeden Fall noch ME-Kabel. Wir machen uns gerade mal noch ME-Kabel. ME-Glas-Kabel nehmen wir dafür aber. Alter, hör auf! Der nimmt. Oder habe ich schon wieder nichts? Fluid. Ah, doch, ich habe doch schon wieder sagen. Wollte gerade schon wieder sagen, dass ich schon wieder keine habe. Machen wir mal hier 16 Stück, das reicht auf jeden Fall. Und wir brauchen noch. Ein Import-Bus. Import-Bus, das habe ich sogar noch gesagt. Import-Bus, den craften wir uns gerade auch noch schnell. Ich hoffe. Ja, perfekt. Danke. Danke, danke, danke. Wir haben endlich mal alles dafür gehabt. Und wie ihr seht, hier, die Festplatten eskalieren auch schon wieder hart. Okay, gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Teil aufbauen, weil das nämlich, es wird ungefähr von der Optik her so werden wie die Kiste da. So vom Aufbauen her. Mit den, Streben, nenne ich es jetzt mal außenrum. Ich würde sagen, dass ich das. Ja, es muss in der Nähe des ME-Systems. In der Nähe des ME-Systems natürlich aufgebaut werden. Ich würde es hier am liebsten. Ich mach mal hier hinten nach hier hinten frei. Zack, zack, zack. Ja, ich mach das hier hinten, setze ich das hin. So. Ja, doch, das kann man eigentlich machen. Ich werde jetzt hier gerade mal Kabelmanagement an Start machen. Zack. Zack. Werde dann jetzt hier. Hoffentlich geht das. Ja, den Import-Bus draufsetzen. Der schaltet sich auch hoffentlich aus. Ja, der geht aus. Werde da drauf dann jetzt das Ding setzen. Werde jetzt ringsrum. 1, 2, 3, 4 und oben drauf. 5. Und werde jetzt noch. Okay, warte, ich mach das anders. Ich mach so. So, so, zack, zack, ja, zack, zack, na, zack, zack. Okay, der sollte sich eigentlich nicht so dämlich verbinden da mit 35 Dingern. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Eins hat er nicht erkannt, das ist aus, das ist aus. Da hinten, das kann ich nicht sehen, da muss ich gerade nochmal hier ein bisschen was wegbauen. Da, die, da, da. Das ist auch aus. Jetzt können wir nur gerade mal gucken, genau. Ich hole mal gerade ein paar Anker.
diese Kabelanker. Ja, Daddy. Da brauche ich nicht so viele von. Aber ich könnte jetzt versuchen, dass ich ihm sage, dass er sich... Einen Moment, ich muss ganz kurz Blockade, aber richtig Karteblockade gerade, ganz kurz. So, genau, ich mach das jetzt so. Mach da einen hin und mach da einen hin. Und kann dann nämlich trotzdem das Kabel von oben wieder runterkommen lassen. So, und er verbindet sich jetzt nicht erneut damit. Und ich könnte jetzt rein theoretisch, warte mal, das müsste doch auch gehen. Geil. Erstmal alles wieder abreißen, läuft bei mir. Da noch eins hinsetzen, dann kann ich nämlich da das Interface-Teil wieder dranhängen, klack. Und hier das Kabel, klack. Und dann, ja, ist klar, verbindet er sich wieder da. Weil ich nämlich jetzt dann hier wieder noch einen Anker dran machen muss. Zack, 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 zack. So. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Das sieht mega schäbig aus, ja, mit diesen Ankerteilen. Die haben absolut null Optik. Die haben, furchtbar. Ich könnte... Nee, wisst ihr was? Ich baue das wieder ab und baue das Ganze noch eins weiter nach hinten. Das geht nämlich gar nicht. Es muss optisch gut aussehen, auch wenn es im Keller ist, wo es keiner sieht, aber ich weiß, dass es da ist und dass es scheiße aussieht und deswegen geht das gerade mal gar nicht. Wir bauen das gerade nochmal schnell ab. Geht ja schnell. Ups, das hätte ich nicht abbauen müssen. So. Den ganzen Scheiß hier gerade nochmal abbauen. Die blöden Ankerteile. Und nochmal weg. So. Arschlecken. Wollen das hier, wenn ordentlich haben. Ordentlich oder gar nicht. So. Zack. Hier kommt jetzt wieder das Interface drauf. Der Import-Bus, nicht das Interface. Hier kommt dann jetzt wieder der drauf. Zack. 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 Hä? Wow. Eins fehlt. Wo ist es hingeklitscht? Eins fehlt. Wo ist es hingeklitscht? Eins, zwei, drei. Also immer wieder typisch, dass das irgendwo hingeklitscht ist, wo es jetzt in der Wand rumbackt oder sonst irgendwo rumhängt und es einfach erstmal weg ist, ja. Es ist richtig, richtig ätzend, dass die ganzen Items irgendwie einfach verschwinden permanent. Ich habe keine Ahnung warum und ich weiß auch keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt geflogen ist. Deswegen halten wir uns nicht lange auf, wir gehen nach oben und machen uns einfach ein neues. Da habe ich nämlich jetzt echt keine Eier für. ME Interface. Gucken, hoffentlich haben wir nochmal Mats für eins. Ja, okay, perfekt. Wenigstens haben wir die Mats nochmal. Ätzend. Richtig ätzend. Ja. Na? Alles klar. Knallst da an die Wand. Gut, kein Mensch braucht. So, okay, jetzt hat's funktioniert. Die Kabel raus. Zack. Zack. Zack, zack, zack und zack und zack. Warte, jetzt muss ich einen Anker muss ich leider setzen und zwar da, damit er sich nämlich dann da unten nicht verbindet. So, zack. Jetzt müsste das ganze Ding eigentlich funktionieren. Wir können jetzt mal gerade testen, indem wir mal gerade ein Rezept erstellen für die 1K-Festplatten. Okay, der hat keine Zahl da reingeschrieben, weil ich neu vergessen habe, da oben reinzuklicken. Für die 1K Storage Zelle, Entschuldigung. Nicht für die 1K Festplatten, das müssen wir aber hier an dem machen. Wir müssen hier kurz wieder alles einschalten. 1K. Zack. Zack. Nee. Muss mal hier echt aufpassen, dass er das nicht mit den Falschen macht. Quarz. Auch wieder Quarz. So. Ach so, hey, jetzt habe ich das Ergebnis natürlich nicht hier am Start. Das heißt, wir müssen gerade mal 1K, müssen gerade mal schnell eins erstellen. Ach, jetzt hör doch auf mit diesen. Ja, ja, nicht aufregen. So. So, jetzt habe ich hier eine 1K. Die braucht man nämlich jetzt als Vorlage, damit er weiß, dass aus dem Zeug. Ich hätte es nicht machen müssen, er weiß es selber, zack. Egal, nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier die Festplatte, das Ding, was er braucht, ja. Das gehen wir herunter und sagen jetzt
dass wir das, wir fangen hinten an, wir legen es hier rein, 1K, ja, haben wir jetzt da drin. Da steht nochmal drin, was, aus was das gecraftet wird. Da steht auch mit den richtigen Kristallen, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt müsste rein theoretisch dann hier auch auftauchen. Es taucht hier nicht auf, weil es dann doch daran liegt, dass das nicht verbunden ist. Kann das sein? Warte, ich mach mal das hier noch. Da kennt ihr wieder das eine nicht, ne? Okay, wir lassen es erstmal so. Wir können ja dann noch uns dann die anderen Kabel dahin legen. Jetzt müsste das aber hier oben erkannt werden. Eieiei, da ist es. So, und jetzt können wir nämlich hier sagen, mach mir noch zwei Stück davon, bitte. Er sieht wieder hier, was er dafür braucht. Ich drücke hier auf Start, kann hier oben meinen Crafting-Prozess gucken. Und, ja. Er dürfte es rein theoretisch jetzt für mich machen. Er macht es nicht, weil... Ich habe keine Ahnung, weil... Irgendwo dran liegt, dass er es nicht macht. Der Import-Bus ist hier am Start. Der müsste eigentlich alles, was die Maschine craftet, automatisch rausziehen. Crafting-Prozess. Er macht es leider nicht. Okay, dann habe ich irgendwo einen Fehler gesetzt. Aber ihr habt das Prinzip verstanden, wie die Maschine funktionieren soll. Vielleicht liegt es jetzt da dran, dass die Maschine da das eine Kabel nicht erkennt. Aber das dürfte eigentlich nicht daran liegen. Aber ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und ich versuche den Fehler jetzt noch zu beheben. Und dann werde ich euch in der nächsten Folge natürlich nochmal mehr darüber zeigen. Und wir fangen ja jetzt auch gerade erst an. Bedanke mich trotzdem fürs Einschalten. Würde mich über einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, ihr hört mich morgen wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt geschmeidig. Ciao.